Manfred, du bist ja der Trainer von Sportfreunde Blau-Gelb Blister Marburg, amtierender deutscher Meister im Blindenfußball. Sag uns, wie hat sich's angefühlt, euer letzter Titelgewinn, der 6. insgesamt gegen Borussia Dortmund? Man sagt ja immer, dass diejenigen, die ein bisschen überraschend sind und wo es auch auf der Kippe war, man muss sagen, das ist ja ein sehr enges Spiel. Adi schießt zu Ende der ersten Halbzeit ein Tor zum 1:0, das dann letztendlich reicht. Aber wir haben das ganze Spiel unter enormem Druck gestanden. Und solche Titel sind natürlich immer besonders schön, wenn man das dann zum Schluss geschafft hat. Und ich weiß auch, dass die Mannschaft bei diesem Spieltag in Köln sehr leiden musste und über ihre Grenzen teilweise hinausgehen musste, um diesen 1:0 Vorsprung zu verteidigen. Eine grandiose Leistung und man kann sehr stolz sein auf die Jungs, das haben sie großartig gemacht. Jetzt konntet ihr heute mal den Blindenfußball hier in einem größeren Publikum nahebringen beim Fußball-Inklusionstag hier in Frankfurt am Main. Wie sehr freut dich das auch, dass du vielleicht mal einfach mal ein größeres Publikum hier hast? Das ist immer schön, wenn man den blinden Fußball, weil wir mögen diese Sportart ja, wir betreiben sie ja auch. Und das ist immer schön, wenn man da Leute für begeistern kann. Das ist bei den sogenannten Städtespieltagen der Sepp Herberger Stiftung ja im Kölner Dom auch schon der Fall. Da sind auch immer schon viele Zuschauer. Aber ich finde, das ist ja auch mal besonders interessant, wie das eigentlich die Spieler so empfunden haben. Ali, wie war es denn bei dir? War soweit. Wir freuen uns natürlich über jede Kulisse, die wir kriegen können, um den Sport einfach in die Gesellschaft zu tragen, mehr Menschen davon wissen zu lassen, Menschen davon zu begeistern, zu überzeugen. Wir freuen uns ja auch über jeden Zuschauer, den wir am Spielfeldrand begrüßen können, so wie es, glaube ich, jedem Fußballer geht. Und da sind wir, glaube ich, keine Ausnahme. Ja, ich schließe mich erstmal Ali an. Und ich finde es ganz wichtig, da die Leute abzuholen, dass auch wenn man ein Handicap hat, ganz normal Leistungssport betreiben kann und Teamsport betreiben kann. Ich schließe mich da auch der Meinung von Tobi und Ali an. Ich finde einfach, dass hier auch eine super schöne Bühne oder Kulisse, unseren Sport zu präsentieren und dafür Werbung zu machen und dafür zu sorgen, dass in Zukunft mehr Leute an der Seite bei uns stehen. Genau, Manfred, dann rührt doch nochmal die Werbetrommel, denn ihr wollt ja euren Meistertitel verteidigen. Wann und wo müssen eure neuen Fans von heute hinkommen? Die neuen Fans sind herzlich willkommen am 21. September in Darmstadt. Natürlich hoffen wir, uns zu unterstützen und uns dabei zu helfen, dass wir zum 7. Mal deutscher Meister werden. Es verheißt ein sehr interessanter Spieltag mit hochrangigen Duellen zwischen Stuttgart und Dortmund. Und wir beschließen diese Saison gegen St. Pauli und natürlich hoffen wir, dass wir den Titel erfolgreich verteidigen können. Wer auch immer uns unterstützen will, sei es als Spieler, sei es als Torwart, wir sind natürlich offen für jeden und alle und man findet uns dienstags und donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr auf dem Platz in Kappel in Marburg, wobei sich bald unser Platz ändert, aber grundsätzlich folgt uns gerne auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook, wenn man da Blindenfußball Marburg eingibt, findet man uns und da kann man uns dann noch kontaktieren und wir helfen natürlich sehr gern weiter, weil wir natürlich auch mehr Spieler brauchen und wollen.